Kennen Sie die Einkaufsstrategie Ihres Key-Accounts? Bestimmt. Aber Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal über mögliche Veränderungen in der Einkaufsstrategie in den nächsten 3, 6, 9 Monaten nachgedacht? Und kennen Sie die E-Business-Strategie Ihres Key-Accounts? Und final, warum es sinnvoll ist, die E-Business-Strategie von der Einkaufsstrategie wirklich separat zu betrachten, darum geht es in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Hartmut Sieg, Ihr Experte für das Thema Key-Account-Management. Und heute geht es mal gedanklich so ein bisschen um das Thema Einkaufsstrategie. Das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt der Account-Analyse, auch im Account-Plan ist, logisch. Und mir ist diese Woche ein Training da nochmal sind so ein paar Dinge aufgefallen, die ich gerne als Ideenimpulse mit Ihnen teilen möchte für Ihren Key-Account-Management-Ansatz und damit Ihren Erfolg im Key-Account-Management. Starten wir mal durch. Nummer 1. Die Einkaufsstrategie Ihres Kunden. Welche Aspekte gehören so klassisch dazu? Und ich würde Sie einladen, mal sich mit einer Frage zu beschäftigen. Und das ist schon mal, welche Veränderungen stehen in der Einkaufsstrategie in den nächsten 3, 6, 9, 12 Monaten eigentlich an? Und warum ist diese Frage zumindest gerade jetzt mehr als aktuell? Wir haben Corona, März hat damit viele Unternehmen plötzlich nochmal in so eine Schockstarre reingebracht. Wir haben dann sehr viel Kurzarbeit gehabt, zumindest hier in Deutschland. Und dementsprechend haben viele Unternehmen jetzt so einen Fokus nochmal auf das Thema Kosten, Kosten sparen, Lieferanten reduzieren. Wir sehen bei vielen Projekten plötzlich, dass viele Kunden nochmal sagen, hey, wir sind bereit, jetzt noch mehr die Lieferanten im Moment zu bündeln sogar und damit Gespräche suchen mit ihren bestehenden Hauptlieferanten. Wir sehen andere Fälle, wo die Corona-Situation gerade die Türen geöffnet hat für neue Lieferanten, weil die Key-Account oder weil die Hauptlieferanten, Entschuldigung, die Hauptlieferanten des Key-Accounts im Moment nicht liefern konnten. Also alles ist möglich und dementsprechend gibt es in vielen Unternehmen durchaus eine Veränderung in der Einkaufsstrategie. Okay, und welche das so sein können, das gucken wir uns gleich mal an. Aber meine Frage erstmal als große Überschrift ist, was wissen Sie über die anstehenden Veränderungen in der Einkaufsstrategie? Gibt es welche? Und wieder gilt, wenn Sie sagen, es gibt keine und ich weiß, es gibt keine, Haken dran, alles tut die. Wenn Sie sagen, ich weiß es nicht, dann sage ich, haben Sie wieder einen weißen Fleck in Ihrem Accountplan und den gilt es zu schließen. Was gehört jetzt nochmal zur Einkaufsstrategie dazu? Klassisch sind es Elemente wie, welche Regeln, welche Prozesse, Abläufe hat Ihr Kunde so im Kopf, wenn er mit Lieferanten zusammenarbeitet, respektive überhaupt Lieferanten auswählt. Das heißt, fährt er eine Einlieferantenstrategie oder eine Mehrlieferantenstrategie? Achtung, mein Beispiel von eben war, vor Corona Mehrlieferantenstrategie, nach Corona Einlieferantenstrategie. Habe ich einige Fälle in meinem Portfolio. Dann ganz wichtig, wo gibt es gegebenenfalls auch so Entscheidungsschwellen? Also das heißt, ein Werk, eine Niederlassung, ein Standort darf bestellen bis zum Werk in Höhe von. Darüber braucht es die Freigabe der Zentrale. Ganz entscheidender Punkt, und wenn Sie mögen, können Sie das auch gerne mal mit so einer Waage darstellen in Ihrem Key-Account-Plan. Wie sieht überhaupt dieses Machtverhältnis zwischen Zentrale und einzelnen Werken, Standorten des Key-Accounts aus? Was ich im Moment erlebe, ist, dass wir teilweise in den Firmenzentralen der Key-Accounts haben wir teilweise sogar neue Einkäufer am Start, die einen sehr starken Kostenfokus haben. Und damit Lieferantenreduzierung nach vorne treiben etc. Das heißt, da scheint im Moment alles dahin zu streben, wow, wenn wir da erstmal so richtig dran sind, dann kommt das Geschäft ohne Ende. Was wir in der Realität aber häufig feststellen, ist, dass wir eine Zentrale Jungs haben, die gerne sagen, oh, ein Bonus, eine Bonusvereinbarung, die hätte ich auch ganz gerne. Ja, sie müssen bei mir gelistet sein und alles. Aber die Entscheidung, von welchem Lieferanten wirklich was gekauft wird, wird nachher im Werk getroffen. Das heißt, sie haben im schlimmsten Fall eigentlich nur die Situation, und jetzt kommen wir wieder zur Einkaufsstrategie, Sie müssen in der Firmenzentrale gelistet sein, in einem Katalog drin sein, in einer Auswahl überhaupt drin sein, damit Sie, und jetzt kommt der entscheidende Punkt,
müssen die Niederlassung, die Werke, die Standorte des Kunden alles nehmen, was in der Zentrale entschieden wurde? Oder haben die Werke, Niederlassung, Standorte des Key Accounts eine Auswahl und können dann vor Ort entscheiden, welchen Lieferanten und welche Produkte sie vielleicht einsetzen? Das heißt, in einem Fall, wenn die Macht mit der Zentrale ist, reicht es in Anführungsstrichen aus, in der Zentrale sehr stark engagiert zu sein, dort alle Kraft zu bündeln und dann wird das Geschäft schon einigermaßen automatisch flutschen. Wenn die Macht mehr mit dezentralen, mit den Werken, Standorten des Kunden ist, heißt das, sie müssen erstmal viel Energie reinstecken, damit sie gelistet sind und anschließend startet aber der wirkliche Verkauf, indem sie nämlich vor Ort den Kunden davon überzeugen müssen, auch ihre Produkte einzusetzen. Also das so Macht, können Sie auch wirklich eine Waage vielleicht mal in Ihren Kaufplan einbauen. Macht auch viel Sinn. Und da sehe ich so ein bisschen große Themen, die sich im Moment ändern. Dazu gehören auch Einkaufskriterien. Bei mir zum Beispiel im Geschäft ändern sich sehr stark im Moment die Storno-Bedingungen. Das ist ein neuer Teil der Einkaufsstrategie, zu sagen, wirklich, wir können jetzt wesentlich kurzfristiger Seminare, Veranstaltungen stornieren. Das ist alles so Teil einer gewissen Policy. Und wenn ich diese Grundregeln nicht verstanden habe, dann kalkuliere ich falsch oder positioniere mich auch am Ende des Tages falsch. Skonto, Bedingungen, die eingefordert werden, also alles rund um Einkaufsbedingungen gehören auch dazu. Okay? So, und dann haben wir daneben, das ist die Einkaufsstrategie. Die große Breite. Und dann da haben wir daneben die E-Business-Strategie. Und wo ist jetzt nochmal das Spezifische, warum macht es durchaus Sinn zu sagen, ich habe ein Feld auch in meinem Accountplan, was wirklich die Überschrift hat, E-Business-Strategie. Es macht aus meiner Sicht Sinn, weil das Thema E-Business immer wichtiger wird. Das heißt, alles rund um das Thema elektronisches überhaupt. Vorauswahl, Sourcing, Contracting, Order Processing, das ganze Thema wirklich auch bis hin zum E-Invoicing, diesen gesamten Prozess abzudecken. Welche Themen hat Ihr Key Account dort am Start? Verfolgt er eine gewisse Policy, wieder Regeln, die wir einfach im Kopf haben müssen? Beispiel, ich habe viele meiner großen Kunden bzw. großen Konzerne als Kunden, klare Vorgaben, dort müssen Sie Rechnungsstellungen immer über deren Portale machen. Ich habe als Berater und Trainer diese Woche gerade wieder eine Ausschreibung über SAP Ariba von einem DAX-Konzern bekommen. Das heißt, da gibt es klare Regeln, Mechanismen, die der Kunde mittlerweile einfach als Standard voraussetzt. Und entweder ich spiele da mit und ich bin auch gelistet auf diesen Portalen und ich kann auch die Schnittstellen bieten, ich kann auch das E-Invoicing anbieten und alles, was so dazugehört, oder ich habe Probleme. Das heißt, zur E-Business-Strategie gehört durchaus auch mal die Frage, welches ERP-System setzt Ihr Kunde eigentlich ein? Setzen die auf SAP oder ein anderes System? Steht dort in irgendeiner Form gerade eine Migration an, auf SAP HANA oder was passiert da eigentlich so? Welche IT-Schnittstellen stellt mein Kunde einfach als Grundvoraussetzung zur Verfügung und sagt, die müsst ihr auch umsetzen und einhalten, lieber Lieferant, sonst seid ihr schon wieder draußen. Okay, also, was wissen Sie zum Thema Einkaufsstrategie und Veränderungen und was wissen Sie über die E-Business-Strategie Ihres Key-Accounts? Wer mag und das Ganze wieder im Key-Account-Plan abbilden möchte, hier mal ein Bild aus meiner aktuellen Key-Account-Plan-Vorlage mit den beiden Feldern. Und Sie sehen wieder auf der rechten Seite, ganz, 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 ganz wichtig aus meiner Sicht, immer wieder diese Konsequenz, diese Frage des So Whats, wenn das die Einkaufsstrategie oder die Veränderungen der Einkaufsstrategie sind, wenn das die E-Business-Strategie oder Veränderungen der E-Business-Strategie sind, was bedeutet das wirklich für mich, für uns und unser Geschäft? Gibt es Chancen oder Risiken? Soweit mal zum Thema Einkaufsstrategie Ihres Key-Accounts als kleiner Impuls. Wenn Ihnen dieser Impuls gefallen hat, wie immer gerne Daumen hoch für das Video bzw. den Kanal abonnieren. Demnächst geht es weiter mit dem Thema direkte, indirekte Kosteneinsparung beim Key-Account und es gibt noch ein paar weitere spannende Videos, die auf Sie warten demnächst. Also bleiben Sie erstens gesund und zweitens erfolgreich im Key-Account-Management. Bis dann, Ihr Hartmut Sieg.